kennt ihr eigentlich, wie wurde Schokoladencreme Nutella entdeckt? Pieter Ferreira machte und verkaufte Pralinen an dem lokalen Jahrmarkt. Einmal machte er seine Vorbereitungen für die Arbeit sehr langsam. Wegen der Hitze wurde seine Süßigkeiten zu formlosen Schokoladenberg. Er war sehr enttäuscht und traurig, aber ihm entfiel eine Idee. Wie denkt ihr, was passierte danach? Was für eine Idee hatte er? Wir schlagen euch folgende Antworten vor. Ratet ihr? Er hat den ganzen Schokoladenberg selbst gegessen. Er hat alles weggeworfen. Er hat das aufs Brot geschmiert. Aber was war in der Wirklichkeit? Um etwas zu verkaufen, hat Pietro diese Masse aufs Brot geschmiert. Heute gilt er als der Gründer der Schokoladencreme. Heutzutage ist es einer der gewinnreichsten und populärsten Betriebe in der Welt. Das Motto klingt: Wie wäre das Leben ohne Nutella? Jetzt wissen wir genau, wie Nutella erschienen wurde. Aber wie viele Menschen kaufen Nutella pro Minute? Man feiert Nutella in ihrem unoffiziellen Geburtstag, hat Nutella Facebook-Seite. 24 Menschen kaufen Nutella pro eine Minute. Am 5. Februar feiert sie den Geburtstag. Unbedingt hat sie Facebook-Seite und nicht nur. Sie hat eine virtuelle Stadt, die Nutella-Ville heißt. Aus pro Tag produzierten Nutella-Gläsern kann man den Eiffelturm bauen. Und liebt ihr Nutella?